Du hast von diesem Film mal gesagt, das sei dein zweiter Film. Was heißen sollte, alle anderen Filme waren der erste. Nicht einer von denen war der erste. Ja, so meinte ich das auch. Das ganze Vorher sozusagen, die Vorübung, um den Film machen zu können. Und es ist auch so, der hatte auch alle anderen Filme als sozusagen insgesamt als Plattform. Stand der Dinge hat hingeholfen, Hammett hat hingeholfen, Amerikanische Freund hat hingeholfen, aber keiner von denen hätte mich dazu gebracht, den Film machen zu können, außer das Gesamte halt. Auch die Situation, in der ich da war, ich war nach Amerika gekommen, von hier aus nach Amerika gegangen, um eine Geschichte über Amerika zu erzählen, die habe ich nicht erzählen können. Ich konnte auch nicht zurückkommen, sozusagen, unverrichteter Dinge, konnte ich also von mir selbst nicht. Ich konnte aus Amerika nur wieder raus und zurück nach Europa, wenn ich das Ding gemacht hatte, weswegen ich überhaupt jetzt hingegangen war. Das war mir mit Hammett nicht gelungen, Stand der Dinge sowieso nicht, das war ja ein Metafilm. Lightning Over Water erst recht nicht, das war ja von mir aus gesehen gar kein Film gewesen, sondern eine Erfahrung. Und außerdem werde ich einen Film mindestens vom Nick Reyer und mir zusammen. Also ich hatte sozusagen den Film nicht geliefert, den zu machen, ich weggegangen war. Und konnte mir ja deswegen auch nicht vorstellen, wieder zurückzukommen. Ich glaube, im Nachhinein ist noch eine andere Sache richtig wichtig gewesen für diesen Film, nämlich meine Theaterarbeit, die einzige überhaupt, die ich je gemacht habe, über die Dörfer. Eine Uraufführung, die ich in Salzburg gemacht habe. Die einzige Arbeit überhaupt jemals auf einer Bühne mit Schauspielern, die ganz intensiv war, eine schöne Erfahrung war und die mich als Regisseur zum ersten Mal Schauspielern gegenüber in eine ganz andere Position gebracht hat. Nämlich als Regisseur im Theater probst du wochenlang und machst Gott weiß was, hat alles im nötigen Sinne, machst das Licht und die Bühne und alles. Und dann geht das Ding los und du sitzt da wie einer im Zuschauerraum und es gehört dir nicht, es gehört denen auf der Bühne. Und was die dann machen darf, kommt anders, es kann jeden Abend anders sein. Und das war für mich eine Wahnsinnserfahrung und ich glaube, ich hätte mich ohne diese Erfahrung mit Schauspielern mal so gearbeitet zu haben, nicht getraut, mit meinen Schauspielern, die ich dann für Paris, Texas hatte, so zu arbeiten, wie ich es gemacht habe. Das ist der erste Film, wo ich keinen Tag an ein Set gekommen bin und wusste, was für Einstellung mache ich. Ich habe es mir verboten, irgendwie auch nur eine Einzelzeichnung zu machen. Ich wollte erst mit den Schauspielern vor Ort und Stelle so eine Szene proben und erst, wenn die Schauspieler wussten, was wir für eine Szene machen, dann wollte ich wissen, dann wollte ich mich an meinen Kameramann wenden und sagen, so, wie drehen wir das jetzt? Das habe ich noch nie gemacht vorher. Und das hätte ich auch ohne die Theaterarbeit nicht gemacht. Und ich glaube, Paris, Texas ist deswegen so gut geworden, weil er voll und einzig aus den Rollen entstanden ist und aus den Schauspielern gekommen ist. Da ist keine einzige Einstellung, die wir gemacht haben, weil es irgendwie, obwohl der Film ist schön, es sind schöne Bilder drin, da ist keine einzige Einstellung drin, die wir gemacht haben, weil wir dachten, na, hier kann man was Tolles drehen. Es ist alles nur, um diese Geschichte so bestmöglich zu erzählen, nur aus den Rollen raus. Und das habe ich noch nie gemacht vorher. Du verwendest das Wort Geschichte dafür. Plausibel ist eine Geschichte. Sogar eine zirkulare. Er geht dahin, wo er herkommt. Verändert in dem Fall. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, es ist das, was sich am stärksten überträgt an dem Film, eine bestimmte existenzielle Stimmung. Man könnte auch sagen, es ist wie ein musikalischer Akkord oder sowas. Das, was den Film dicht werden lässt. Ja, das ist ein... Das ist richtig, das ist ein Einklang, den es da gegeben hat, nämlich der Einklang von der Geschichte. Ich bestehe darauf, dass es eine Geschichte ist, von einem, der wieder zurückkommt in sein eigenes Leben, um alles nochmal anzufangen und überhaupt alles nochmal zu entdecken und diesmal richtig zu machen. Und der Einklang zwischen den Schauspielern, die gar nicht mal eine Rolle zu spielen hatten. Der Harry Dean, das war die Rolle seines Lebens, das war sein Leben. Der Harry durfte zum ersten Mal, nachdem er in 100 Filmen nur Nebenrollen gespielt hatte, durfte er sein Leben spielen. Und hat die Chance natürlich ergriffen mit Haut und Haar. Der kleine Hunter, der ein absolut genialer Schauspieler war, der Dean Stockwell, ein
traumhafter Schauspieler, der zu diesem Zeitpunkt, als ich ihn gefunden habe, gerade seine Karriere an den Nagel gehangen hatte und ein Diplom als Real Estate Agent, also als Immobilienmakler, weil er seit Jahren keine gute Rolle mehr gehabt hatte und hatte sich niedergesetzt als Immobilienmakler und hat deswegen auch nichts zu verlieren gehabt. Die Nastassja, die sich als Schauspielerin ja wirklich neu erfunden hat mit dem Film. Irgendwie ist alles zusammengekommen. Die Landschaften, in denen der Film spielt, haben diese Geschichte so wunderbar getragen. Und das wiederum lag an der Alchemie zwischen dem Sam Shepard und mir. Wir kannten uns seit Jahren, mochten uns sehr. Der Sam hatte noch nie ein Drehbuch geschrieben, auch noch nie einen Roman geschrieben. Sam hat ja nur Gedichte geschrieben und Theaterstücke. Und die Gedichte von Sam, die gibt es in zwei, drei Bänden. Und den Band, den ich gelesen habe damals, der hieß Motel Chronicles, kurze Gedichte und kleine Geschichten. Und das war der Grundstock für Bice Texas. Da ist gar kein Film drin. Das sind Minisituationen. Aber da ist das Gefühl drin gewesen von dem Film, den ich machen wollte. Da war keine einzige von den Rollen, die es dann gibt im Bereich Text, das wäre da drin gewesen, aber das Lebensgefühl war dabei. Und dann habe ich mich mit Sam zusammengesetzt und wir haben sozusagen, ich habe auch noch nie irgendwie mit irgendeinem Autor auch nur annähernd ähnlich gearbeitet. Wir haben gesagt, wir wissen, wir können was gemeinsam erzählen. Da gibt es was, was wir beide gut können und gut kennen. Lass uns mal rauskriegen, was das ist. Und wir hatten also gar keine Geschichte. Ich hatte keine, da gab es keinen Roman, nichts. Der Sam hatte keine. Wir haben uns tagelang sozusagen nur erzählt, worüber wir gerne mal was machen würden. Ganz viele Sachen. Sozusagen unser gegenseitiges Territorium ausgelotet. Was haben wir gemeinsam? Und schließlich sind wir auf den Punkt gekommen, wo sich alles überdeckt hat. Das war der Travis, der da in der Wüste erscheint und sein Gedächtnis verloren hatte. Da haben sich sozusagen unsere Wege genau gekreuzt, in der Figur. Und dann wussten wir auch schon wo, nämlich im amerikanischen Westen, aus verschiedenen Gründen. Bei mir war das eher der John Ford. Beim Sam war es eher seine Rodeo-Begeisterung. Der ist ja selbst Cowboy und begeisterter Reiter. Und ja, wir hatten also dann eine gemeinsame Landschaft und auch einen gemeinsamen Charakter. Und das ist dann alles zusammengekommen auf eine Art, dass einfach von Anfang an ein Wahnsinnseinklang war. Die Landschaft, die Figuren, die Schauspieler. Der Sam und ich, wir haben wirklich wie Zwillingsbrüder gearbeitet. Dazu kommt dann natürlich noch der Ray Kuder. Das hat ja dann wirklich nochmal alles auf den Punkt gebracht, weil auch der war sowas im Einklang mit dem, was wir erzählen wollten und erzählt haben, den Bildern, die wir gemacht haben. Es hätte gar niemand anderes auch nur annähernd, auch nur einen Ton machen können, der so genau auf dem drauf lag, was wir gemacht haben, wie der Ray. Böse Stimmen haben damals gesagt, wenn ein Deutscher nach Amerika geht, dann filmt er Highways, Wüste, eine Bottleneck-Gitarre muss vorkommen, jemand taucht aus der Wüste auf, hat noch eine Flasche und feuert sie in die Gegend und so weiter. Das wäre so, wie wenn ein Amerikaner nach Deutschland käme, würde Neuschwanstein filmen, jemand hat eine Flasche Enzian um den Hals und so fort. Das sollte man hier mal versuchen, ne? Ja, sollte man vielleicht mal versuchen. Oder ein Motel muss natürlich auch vorkommen. Hast du versucht, dem Klischee Amerikas zu entgehen oder hast du dich vollkommen resistent gezeigt gegenüber dem, was an Bildern von Amerika bereits existierte? Das ist ein Film, kann ich wirklich sagen, ohne irgendein Vorbild in irgendeiner Hinsicht, weder als Geschichte noch in der Bildsprache. Man kann alles Mögliche wiederentdecken, wenn man sich's anguckt, ne? Aber das ist ein Film, wo es nie ein Modell gegeben hat, anders als beim amerikanischen Freund mit dem Hopper oder mit Fotografie oder so. Robbie und ich haben uns geschworen, wir machen den Film, ohne an irgendwas zu denken. Wir denken nicht an John Ford, wir denken nicht an alles, was hier jemals gedreht worden ist. Wir gucken uns die Landschaft an, wir gucken uns unseren Schauspieler an oder unsere Schauspieler. Und dann machen wir das, was man an der Stelle mit dieser Geschichte machen muss, sodass das zusammenkommt.
Und das nix. Paris, Texas, dieser Ort, ist der Ort der Spaltung? Ist ein unglücklicher Ort eigentlich, an den der Mann zurückkehrt, um die Spaltung nicht zu revidieren, aber zumindest um sowas wie Einheit herzustellen. Was hergestellt wird, ist die Einheit zwischen Mutter und Sohn, aber nicht die Einheit der Familie. Das heißt, das, was letztlich übrig bleibt, ist die separate Welt des Mannes und die Spaltung. Eigentlich ein Verzicht, ne? Er verzichtet ja darauf, teilzuhaben, an der Familie, an dem Glück. Er verabschiedet sich ja am Schluss aus der Geschichte und aus dem Leben dieser anderen beiden, um für die beiden das, was sie zu dritt nicht erreichen können, zumindest für die beiden das herzustellen. Ist deswegen für mich wirklich eine atemberaubende Liebesgeschichte gewesen, auch heute noch herzzerreißend, dass einer in dem Verzicht auf all das, was er sich wünscht, die anderen beiden dazu bringt, alles zu haben, was sie sich wünschen. Und ist deswegen wirklich eine traumhafte Liebesgeschichte, auch wenn es natürlich überhaupt kein Happy End gibt für unseren Travis. Das ist ja eine ganz verzweifelte Gestalt und auch da absolut Harry Dean. Eine Gestalt, die manchmal sogar in ihrer Naivität unterhalb des 7-jährigen Kindes liegt. In der Art zu reagieren auf den ersten Mal. Der Junge, in dem Moment, wo die zusammen sind, ist der Junge das Oberhaupt der Familie. Ne? Der Harry ist, also Travis ist, folgt dem ja, dem Jungen. Der macht ja alle Entscheidungen praktisch, der Kleine. Bis auf die Entscheidung, wo Travis dann auf die Bremse tritt und zurückfährt. Ne? Das ist seine eigene Entscheidung. Und da weiß er ja dann schon, dass er wegen des Jungen zurückfährt und nicht für sich. Ne? Weil das will die Vergangenheit zwar in Ordnung bringen, aber er weiß, der Preis, den er dafür zahlen muss, ist, dass er aus ihr austritt, aus der Familie. Es ist eine herrliche Geschichte gewesen und auch so geradlinig und einfach. Und das verdient, das also verdankt sie einzig und allein dem Sam Shepard, der immer gesagt hat, keine Umwege, nix hier, ich kenne da deine Filme, du bist immer in Meandern rumgegangen. Diesmal machen wir, erzählen wir nur noch so. So. Das hat er auch gemacht. Was ist mit so einem Element wie zum Beispiel dieser Peepshow-Situation? Ist die realistisch gemeint oder ist die Erkenntnissituation vorrangig dabei? Also man versteht sich, aber man sieht sich nicht. Nachdem ich die Situation erfunden hatte, der Peepshow mit diesem One-Way-Windows, habe ich, da muss ich mal gucken, wie das in Wirklichkeit aussieht. Das war in Wirklichkeit so, dass man es nicht hätte verwenden können. Also wir haben letzten Endes diese Situation erfunden. Also diese Kabinen mit diesen Frauen, die diese Rollen spielen und letzten Endes nur Kommunikationsorte sind und eigentlich mit Piepshow gar nichts zu tun haben. Ne? Die gibt es in der Tat überhaupt nicht. Da, das war also ein eigenartiges Kapitel in dieser Herstellungsgeschichte von Paris, Texas, weil Sam und ich uns unserer Sache so sicher waren, dass wir genau das Richtige gefunden hatten für uns beide, die richtigen Schauspieler, waren wir dann so überheblich zu sagen, wir brauchen gar kein Drehbuch zu Ende zu schreiben. Wir hatten die Hälfte des Drehbuchs bis zu dem Moment, wo Travis seinen Sohn findet, wo er den Hunter, kleinen Hunter findet. Da haben wir gesagt, gut, ab da kennen wir dann unsere Rollen so gut, ab da schreiben wir das dann nach und nach weiter. Wir haben den Film mit einem halben Drehbuch angefangen. Wunderbares Drehbuch bis dahin. Ich habe es vom Blatt, was Dialoge betrifft, drehen können. Nur unser Traum, dass der Sam nämlich dabei wäre und mit mir mitziehen würde und die Schauspieler beobachten würde und während ich also die erste Hälfte dreht, schreibt er die zweite, der ist dann nicht in Erfüllung gegangen, weil der Film ist mehrfach verschoben worden. Als wir ihn schließlich gedreht haben, musste Sam, der schon mit der Jessica liiert war, an einen anderen Drehort, ein anderes Buch schreiben und war im höchsten Norden der Vereinigten Staaten im Schnee, während wir unten in brütender Hitze in Texas gedreht haben und konnte mir nicht mehr helfen. Ich habe also den halben Film gedreht und habe Sam, das war die Zeit, bevor es Faxe gab, 1983, habe also manchmal nachts so einen Ticker geschrieben oder stundenlang telefoniert und habe ihn so auf dem Laufen gehalten, aber er war damit beschäftigt, einen anderen Film rumzureisen, wo er auch immer alles schreiben musste und schauspielen musste.
nach der Hälfte des Films hatte ich kein Drehbuch mehr. Und es gab auch kein nix für das Ende. Es gab eigentlich keine Geschichte mehr und es gab auch keine Sets mehr, es gab gar nichts mehr. Der hatte seinen Sohn gefunden und jetzt stand ich da ohne Autor und auch ohne Drehbuch. Da haben wir fast 14 Tage Pause gemacht. Team nach Hause geschickt, Schauspieler nach Hause geschickt und ich habe da gesessen mit meiner Assistentin, der Claire Denis, und habe irgendwie mir ausdenken müssen, wie wir den Film noch zu Ende kriegen und dann auch mit weniger Geld, was kostet natürlich auch Geld, so eine Pause zu machen. Sam war nicht mehr in der Lage, was zu schreiben und dann habe ich die zweite Hälfte geschrieben, auch diese Piepshow geschrieben, habe dem, das waren 10 Seiten, hab dem Sam geschickt und gesagt, Sam, du musst jetzt hier, das musst du bringen. Egal, wie du da beschäftigt bist, da oben in Illinois oder wo immer das war, Wisconsin war, du musst, bitte, musst das schreiben. Dann kam die Antwort zurück, ich kann nicht. Ich mache eine Sache. Du, wenn du drehen kannst, bis du in diese Piepshow kommst, das ist übrigens eine sehr gute Idee, fand er. Wenn du bis dahin kommst, verspreche ich dir, ich schreibe dir die Szene. Aber bis dahin musst du alleine durch. Und da haben wir uns mit Hilfe von Hunters Vater, Kit Carson, der eingesprungen ist als Autor, mit Hilfe von Kit bis in die Piepshow vorgearbeitet, mühsam von Tag zu Tag. Es ist deswegen auch ein bisschen holprig in der Geschichte zwischendurch. Und als wir in Houston angekommen sind, hat Sam mir in einer Nacht von 12 Uhr nachts bis morgens früh um 6 die Piepshow-Szene durchs Telefon durchgegeben. Und die haben wir gespielt. Die hatten wir 2 Tage Zeit. Die Nastassja hat 48 Stunden lang dem Harry Dean den Text eingebläut. Der musste ja wirklich, ist ja wirklich viel Text. Ne? Und Harry Dean hatte noch nie mehr als 2 Sätze in seinem Leben in einem Stück gelernt. Und wir waren so überzeugt, dass das die richtige Szene war, den Film zu Ende zu bringen und dass man sie in einem Stück spielen müsste und nicht auflösen. Und wir wollten sie wirklich als One-Act-Player, also als einen Akteur zu Ende führen. Und Harry Dean hatte also nur noch einen Ehrgeiz, er wollte diese 20 Seiten in einem Stück spielen können. Und Nastassja hat, ohne zu schlafen, 48 Stunden lang ihm den Text beigebracht. Und dann haben wir es auch immer nur so gedreht, mit einer vollen Kassette, also jeweils 10 Minuten lang. Und wenn Harry sich versprochen hat, haben wir neu eingelegt und von vorne angefangen. Aber wirklich vom Blatt, also den Text von Sam, von A bis Z, nichts dran geändert. Es war traumhafter Text. Hat in einer Nacht geschrieben und dann mir in der nächsten Nacht durch das, wie gesagt, es gab noch keine Faxe, man konnte das gar nicht anders machen damals. So hat also Sam doch den Film zu Ende geschrieben, muss ich sagen. Weil diese Dialoge waren, das ist ja letzten Endes dann der Film, wie die beiden sich dann treffen. Bis dahin habe ich Holter die Polter irgendwie mich über die Runden gekämpft und dann hat Sam ganz glorreich das doch nochmal mir geliefert. Männer sind in dem Film die agierende, aber auch die zerstörerische Kraft. Würdest du den Film im Rückblick als einen sehr männlichen Film begreifen? Ja, von allen Ingredienzien her, von einer Geschichte her, von der ganzen Mythologie her, aus dem der Film aus gemacht ist und bestimmt auch vom Sam Shepard her, der echt ein Macho ist, ein Cowboy. Und gerade deswegen konnte in dieser Konstellation eine Frau auftreten, weil alles ja auf sie hinführt und eine riesige Sehnsucht auf sie hinführt, konnte eine Frau auftreten, wie die Jane, und wirklich ein Bild von sich selbst geben und auch wirklich bei sich sein. Und letzten Endes zur ersten Frauenfigur werden, wo ich wirklich beim Drehen schon wusste, ja, der habe ich dieselbe Chance gegeben wie den Männern. Wobei was ganz Melancholisches daran liegt, dass der Grund der Trennung die männliche Eifersucht ist und die männliche Eifersucht virtuell fast bestätigt wird dadurch, dass der Mann sie in der Piepshow wiederfindet, wo sie allen gehört. Ganz genau. Also eigentlich findet er seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Und gerade das ist ja die große Leiste von Travis. Und glaube ich auch, wo eine Kraft der Geschichte liegt, dass er in dem Moment, wo er eigentlich in seinem eigenen Schmerz und in seiner eigenen Eitelkeit aufschreien könnte und sagen, habe ich doch alles recht gemacht, habe ich da von Anfang an recht gehabt,
dass er da neben sich selbst tritt und sagt, den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich habe schon mal ein Leid zugefügt, dieser Frau und dem Kind. Dann, das will ich nicht nochmal machen. Das macht dann wirklich auch zu einer tragischen, großen Figur. Du spielst in diesem Film ein Element mit einer solchen Prägnanz und auch einem solchen Pathos aus, das in deinen Filmen fast überall eine große Rolle spielt. Und das ist Kommunikationslosigkeit. Erkennbar an bestimmten Zeitverläufen, an riesigen Pausen, sehr gefüllten Pausen, häufig mit Bildern, mit Pantomimen, mit Choreografien gefüllten Pausen. Und man hat das Gefühl, irgendetwas liegt dieser Erfahrung zugrunde, dass du Film immer wieder so verstehst, als Protokoll über Sprachlosigkeit, über nicht zustande kommende Kommunikation. Hast du selber eine Erklärung dafür, woher das kommt, dass das so eine der Grundaussagen der Wenders-Filme geworden ist? Ich glaube, dass man solche Zustände, dass man, wenn die so wichtig werden in der Arbeit wie in meiner, dass man die irgendwie in der Kindheit verinnerlicht haben muss, um darüber so viel zu wissen und dass auch so eine Kraft daraus kommt, dass man darüber wirklich was erzählen kann. Und ich denke, das ist die erste Erfahrung von einem, der 1945 geboren ist, in einem sprachlosen Land, was mit sich selbst nicht kommunizieren konnte, was mit seinen eigenen Geschichten absolut im Unreinen war, wo es keinen Blick zurückgegeben hat, sondern ja, auch keine Kommunikation zwischen Vergangenheit und Gegenwart und auch oft genug keine Kommunikation zwischen Menschen, weil man sich nichts mehr zu sagen hatte. Und ich glaube also, dass ich da wirklich was ausgelotet habe, was ich als jemand, der 45 geboren ist, in diesen ersten Jahren der Bundesrepublik Deutschland, vielleicht die ersten 10 Jahre wirklich erlebt habe. Ohne es damals natürlich so zu begreifen. Und dann steht der in Düsseldorf geborene, aus der Wüste kommende in Cannes auf der Bühne und sieht sich Standing Ovations für einen Film über Amerika an und erlebt eine unglaubliche Zustimmung für die Aussage, die in diesem Film getroffen ist. Das muss doch regelrecht tröstlich gewesen sein, zu sagen, man kann mit so einer kargen Aussage und auch mit so viel abgebrochener Kommunikation, so viel wenig Drama, Oberflächendrama, so viel Zustimmung bekommen. Also irgendwo ist das doch dann geteilte Erfahrung. Ich saß da ziemlich vorne, außen auf der Ecke. Das hieß schon mal was, dass man außen auf die Ecke gesetzt worden war. Aber genau gegenüber, auch auf dem Außensitz, saß der John Huston. Und der hatte ja auch einen herrlichen Film im Festival. Und was war das? Ehre der Britzis, kann das nicht? Unter dem Vulkan? Andere Vulkan, ja. Und der hatte, und bei jedem Preis haben wir uns immer angeguckt, wenn also der Preis dran war, haben wir zwar angeguckt, ist jetzt einer von uns beiden dran, weil sonst hätten wir da vorne nicht gesessen. Ne? Und dann gingen die Preise alle vorbei und am Schluss war nur noch einer übrig, ne? Und der John und ich haben uns dann schon wirklich so angegrinst. Und irgendwie habe ich immer gedacht, der ist jetzt dran. Und dann kam Paris, Texas und da hat der John eine herrliche Geste gemacht. Also er hat sich nur so rüber geguckt und hat nur und hat gesagt, hier, steh mal auf. Dann hat er anschließend aber den Preis für sein Lebenswerk bekommen. Mir scheint, dass Paris, Texas auch für mehrere Filmemacher und nicht nur für dich eine Form von Abschied war. Es war einfach nicht mal dasselbe, ein Roadmovie zu drehen anschließend. Und es war auch nicht mal dasselbe, Amerika zu bebildern, gerade amerikanische Provinz, Wüste zu bebildern. Hast du nicht das Gefühl, dass der Film ausstrahlt auf die Filmgeschichte der umliegenden Zeit? Schon, aber eigentlich viel mehr in andere Richtung, nämlich in Richtung Musik, Fotografie, Malerei. Der Film hat wirklich ziemlich in viele Richtungen ausgestrahlt und natürlich auch im Kino, aber gerade in der Musik. Also ich meine, es gibt eine Band, eine tolle Band im Moment, die heißt Travis, die haben sich nach Harry Dean Stanton benannt. Es gibt die Band Texas. Wie viele Videoclips es in den nächsten Jahren nach Paris, Texas gegeben hat, die mit diesen Bildwelten Musik begleitet haben, das geht auf keine Kuhhaut. Ist er in Amerika verstanden worden? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die,
Ich habe nichts als schlechte Kritiken bekommen in Amerika. Es ist auch nicht besonders gut gelaufen. Es ist gut gelaufen in Europa und in Japan und Gott weiß wo. In Amerika unter ferner Liefen. Zum Teil mit schäumenden Kritiken, also Schaum vor Mund, nämlich der Tenor, wir brauchen hier niemand aus Europa, der uns Amerikanern zeigt, wie wir hier leben. Wie erklärst du dir das genau? Wirklich damit oder gefielen die sich nicht in dem Bild Amerikas? Die gefielen sich nicht in dem Bild Amerikas. Und die Amerikaner, muss man auch dazu sagen, sind es überhaupt nicht gewöhnt, dass jemand anders auf ihrem Territorium sie zeigt. In Europa ist man das gewöhnt, man hat ja überall Nachbarn. Es guckt immer mal jemand über die Grenze. Und in Deutschland sind vom Rossellini 45 an alle Regisseure dieser Welt vorbeigekommen und haben das Land angeguckt und Gott sei Dank die deutsche Geschichte weitererzählt, die Deutschen nicht mehr erzählen konnten. Den Amerikanern ist das nie passiert. Die haben immer nur von sich selbst erzählt, da ist nie jemand hingekommen. Und deswegen war das für die ein Sakrileg. Paris, Texas war für die ein Sakrileg. Wie waren die Umstände, die dann endlich dazu führten, dass mit großer Verspätung und nachdem es bereits touristische Unternehmungen gab, die Busse charterten, in denen inbegriffen war Reise nach Zürich, Besuch von Paris, Texas und Unterbringung in einem Hotel und Rückreise nach Deutschland. Ist einmalig, glaube ich, in der deutschen Kinogeschichte, dass sowas passiert ist. Erklär uns eben den Umstand, der dazu führte. Das war eigentlich eine unschöne Geschichte, Trennungsgeschichte vom Filmverlag der Autoren, der zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr den Autoren gehörte, sondern kommerzielles Unternehmen war. Die Autoren waren alle ausgestiegen. Ich zu diesem Zeitpunkt auch schon. Der hatte ja noch den Vertrag für den Film und wollte den Film dann auf eine Art rausbringen, gegen die ich mich gewehrt habe. Weil ich wusste, der Film war ja schon in Frankreich gestartet und so. Ich wusste, der Film kann ganz erfolgreich werden. Nur wenn man ihn so rausbringt, wie ihn der Film von da rausbringen wollte, dann kann er nichts werden. Also wenig Kopien. Sehr wenig Kopien, wenig Werbung, kleine Flamme. Und ich habe das damals in Frage stellen gesagt, nee, ich möchte gerne den Start, den der Film verdient. Und wenn ihr das nicht könnt, dann möchte ich ja woanders hingehen dürfen. Und dann gab es eine monatelange Kampf um diese rechte Situation, kann ich aus einem Vertrag, der eigentlich gültig ist, aussteigen? Letzten Endes konnte ich es nicht. Ich hatte einen anderen Verleiher, den Film am nächsten Tag so rausbringen wollte oder so rausgebracht hätte, wie wir uns das gewünscht hätten, aber er ist nicht zum Zug gekommen und letzten Endes ist der Film mit großer Verzögerung genauso kläglich rausgekommen, wie sie ihn geplant hatten. Und das war nicht mit erhöhter Kopienzahl. Nicht mit erhöhter, vielleicht 10 mehr oder so, also damals mit 40 Kopien und so. Das war auch, das wäre heute gar nichts. Damals war es zwar nicht gar nichts, aber doch sehr wenig. Und der Film hat dann halt auch in Deutschland längst nicht so viel Zuschauer gefunden wie in Italien, Frankreich, Japan, Amerika. Obwohl er immens erfolgreich war, immer noch. Ja, aber irgendwie ist er einfach unter Wert verkauft worden. Aber das ist eine alte Geschichte und längst vergessen.